Es war einmal ein Junge, der auf einem Bauern aufgeboren ist. Er liebt mit seinen Tieren spielen, besonders mit seinem Pferd. Er wohnt mit seinem Vater, Mutter und die Katze. Einmal er wusste, dass sein Onkel ihn besuchen würde. Er war endlich seinen Cousin zu treffen. Alle sagten, dass Jans ein schöner Junge war. Sein Onkel ist in seinem Hause gekommen. Andrin war entsetzt. Andrins Meinung nach war sein Cousin anders. Er läuft ins Zimmer. Seine Mutter geht mit ihr, um zu plaudern und erkennen, was passiert ist. Was ist passiert, Andrin? Andrin sagt, Jans muss krank sein. Warum, Andrin? Andrin antwortet, er ist anders. Wie anders? Er ist braun, Mutter. Jans ist ein sehr besonderes Junge. Seine Tante kann nicht mehr Kinder haben. Seine Tante und sein Onkel entschieden, ein Knabe zu adoptieren. Jans ist nicht anders. Ganz im Gegenteil. Er ist wie du. Die Hautfarbe ist nicht wichtig. Leute, die anderen für ihre Hautfarben urteilen, sind rassistisch. Und du? Sicherlich willst nicht rassistisch sein. Jetzt geht auf die Straße und bittet um Entschuldigung dein Cousin. Entschuldigung, Jans. Magst du mein Freund sein? Ja, warum? Die Kinder von meiner Schule spielen nicht mit mir, weil ich braun bin. Meine Mutter sagt, dass wir Freunde von allen Kindern sein müssen. Dann, sie sind nicht meine Freunde. Ja, sie sind böse. Wir haben andere Farben und wir sind Freunde. Kinder müssen frei zu spielen mit seinen Freunden sind, ohne Druck von seinen Eltern. Freundschaft soll nicht abhängig von Hautfarben sein. Die besten Freundschaften sind begründen sich im Herz und nicht in den Hautfarben. Das Wichtigste in einer Freundschaft ist das Vertrauen. Du und dein Freund müssen glücklich sein.